Zu Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist nun geschlossen. Wir gelangen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag. Meine Damen und Herren, bitte, wir sind im Abstimmungsvorgang. Ich bitte um etwas Ruhe. Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Dr. Kolber, Kolleginnen und Kollegen, betreffend ein Bundesgesetz zur Änderung der Zivilprozessordnung zur Einführung einer Verbandsmusterfeststellungsklage mit Verwehrungshemmung und eines Verbandsvergleiches auf der Basis eines Opt-out-Systems. Ich bitte jene Damen und Herren, die für den Entschließungsantrag sind, um dem Zeichen der Zustimmung. Das ist die Minderheit. Der Antrag ist abgelehnt. Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Magistra Kunzel, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Verzicht auf Wiedereinführung von allgemeinen Studiengebühren. Es ist namentliche Abstimmung verlangt worden. Und da dieses Verlangen von 20 Abgeordneten gestellt wurde, ist die namentliche Abstimmung durchzuführen. Ich gehe daher so vor. Meine Damen und Herren, ich bitte noch um Ruhe. Die Stimmzettel, die zu benutzen sind, finden sich in den Laden der Abgeordnetenpulte und tragen den Namen der Abgeordneten sowie die Bezeichnung Ja. Das sind die grauen Stimmzettel bzw. Nein. Das sind die rosafarbenen. Für die Abstimmung können ausschließlich diese Stimmzettel verwendet werden. Gemäß der Geschäftsordnung werden die Abgeordneten namentlich aufgerufen, den Stimmzettel in die bereitgestellte Urne zu werfen. Ich ersuche jene Abgeordneten für den Entschließungsantrag der Abgeordneten Magister Kunzel, Kolleginnen und Kollegen, Stimmen mit dem Stimmzettel Ja zu nehmen und jene, die dagegen stimmen, den Stimmzettel Nein zu verwenden und in die Urne zu werfen. Bitte achten Sie darauf, dass Sie nur einen Stimmzettel einwerfen. Ich bitte nun den Herrn Schriftführer Erwin Breiner mit der Namensaufrufung zu beginnen. Der Herr Abgeordnete Gar wird ihn ablösen. Dankeschön. Bitte. Sehr. Amesbauer, Amon Werner, Androsch, Angerer. Es wird jetzt namentlich abgestimmt über einen Antrag der SPÖ zum Thema Studiengebühren. Die Abgeordneten werden jetzt hier mit ihrem Namen aufgerufen und werfen die Stimmzettel in die Urne. Die rosa Stimmzettel bedeuten Nein, die grau-grünlichen bedeuten Ja. Eine namentliche Abstimmung wird gemacht, um dann danach das Abstimmungsverhalten genau nachvollziehen zu können, da es im Protokoll festgehalten wird. Dönmetz, Doppelbauer, Trotzter Thomas, Dutzter Muna, Ecker, Einwallner, Engelberg, Erasim, Essel, Feichtinger Elisabeth, Feichtinger Klaus-Uwe, Fichtinger Angela, Friedl, Fürlinger Fürst, Gar, Gamon Claudia, Gerstl, Gerstner, Gödel, Graf Martin, Graf Tanja, Greiner Karin, Gris Irmgard, Großbauer, Grünberg, Gutenus, Hafenecker, Heider, Hammer Michael, Hammerschmidt, Hanger Andreas, Haubner, Hauser, Heine Schossek, Herbert, Himmelbauer, Höbert, Hochstädter Lackner, Höfinger Manfred, Höfinger Johann, Holzinger Vogtenhuber, Holzleitner, Hoyos Trautmannsdorf, Jax, Jarolim, Jeitler, Zincelli, Jenewein, Kainz, Kaniak, Kasecker, Katzean, Kaufmann, Keck, Kern, Kirchbaumer, Kitzmüller, Klinger Wolfgang, Knees, Kolber, Kolros, Königsberger Ludwig, Kopf, Köstinger, Kovacevic, Kreiner Kajan, Krenn, Crisper, Christ Hermann,
Kucher Philipp, Kugler Gudrun, Kühberger, Kumpitsch, Kunzel, Kurz. Leimer, Lassar, Lausch, Leichtfried, Linder Maximilian, Lindinger, Lindner Mario, Lintl, Loaka, Lobatka, Luega Angela, Luga Robert, Mara, Machetti, Margreiter, Mölzer, Moser, Muchitsch, Mühlberg-Huber, Nehammer, Neubauer, Nismaria Theresia, Noll, Nussbaum, Obernosterer, Ofenauer, Ottenschläger, Bemni, Blackholm, Blessel, Bovischil, Breiner Erwin, Prinz, Redler, Racker, Rauch, Randy Wagner, Riemer, Ries Christian, Rosenberger, Rosenkranz, Rossmann, Rupprechter, Sandler, Schandor, Schatz, Schellhorn, Scherach, Schieder, Schimmerneck, Schmiedlechner, Schmuckenschlager, Schnüll, Schrangel, Schrott, Schwarz, Sieber Norbert, Singer Johann, Sobotka, Stark, Stefan, Steger Petra, Steinacker, Stöger Alois, Strache, Strasser, Strolz, Watzek, Taschner, Troch, Czank, Unterreiner, Vogel, Wagner, Wassermann, Weidinger, Wimmer, Winzig, Wittmann, Wöginger, Wurm, Yildirim, Yilmaz, Zadic Alma, Zanger, Zaritis, Zingel. Die Stimmabgabe ist beendet. Die damit beauftragten Bediensteten des Hauses werden nunmehr unter Aufsicht der Schriftführer die Stimmzählung vornehmen. Die Sitzung wird zu diesem Zweck für einige Minuten unterbrochen. Die Sitzung wird jetzt kurz unterbrochen, damit die Stimmen ausgezählt werden können. Es ist jetzt über einen Antrag der SPÖ zum Thema Studiengebühren abgestimmt worden. Tagesordnungspunkt war die Regierungserklärung. Die SPÖ ist gegen Studiengebühren und im Regierungsprogramm sind ja Studiengebühren enthalten. Achteinhalb Stunden ist jetzt zur Regierungserklärung debattiert worden. Es kam viel Kritik von der Opposition am neuen Regierungsprogramm von der ÖVP und der FPÖ. Normalerweise melden sich auch die neuen Minister zu Wort bei einer Regierungserklärung. Das ist heute nicht der Fall gewesen. Da gab es auch im Vorfeld schon viel Kritik von der Opposition zu diesem neuen Stil. Nach der Regierungserklärung folgt jetzt dann noch der nächste Tagesordnungspunkt, und zwar das Bundesministeriengesetz, das eben noch beschlossen werden muss, damit dann die Regierung die Arbeit aufnehmen kann. Thank you.
vor der Regierungserklärung sind heute auch noch Nationalratspräsident und dritte Nationalratspräsidentin gewählt worden. Auch das hat schon im Vorfeld für viel Kritik gesorgt, da Elisabeth Köstinger und Norbert Hofer jetzt nur 6 Wochen ihr Präsidentenamt ausgeübt haben und jetzt eben in Ministerämter wechseln, da ja heute die Wahl, die erwartungsgemäß relativ schlecht ausgefallen ist. Sie sehen hier die Bediensteten des Hohen Hauses, zählen die Stimmen aus unter Aufsicht der Schriftführer des Nationalrates. In Kürze wird dann der dritten Nationalratspräsidentin Anneliese Kitzmüller das Ergebnis mitgeteilt. Die grau-grünen Stimmzettel stehen für Ja, die rosa Stimmzettel für Nein. Die Stimmauszählung scheint abgeschlossen zu sein. Jetzt wird gleich das Ergebnis verkündet. Das ist abgelehnt. Danke. Meine sehr geehrten Abgeordneten, ich nehme die Sitzung wieder auf. Es wurden 174 Stimmen abgegeben. Davon haben wir 56 Ja-Stimmen und 118 Nein-Stimmen. Es ist somit abgelehnt worden. Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Diplom-Ingenieur Strasser, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Unterstützung und Umsetzung des Regierungsprogrammes. Ich bitte jene Damen und Herren, die für den Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist die Mehrheit und somit angenommen. Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Muchic, Kolleginnen und Kollegen, betreffend keine Verschlechterungen bei der Arbeitszeit für Arbeitnehmerinnen. Ich bitte jene Damen und Herren, die für den Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. Der Antrag wurde abgelehnt. Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Holzinger-Vogtenhuber, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Ausstieg. Meine Herren, bitte.
betreffend Ausstieg aus dem System Eurofighter. Ich bitte jene Damen und Herren, die für den Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist die Minderheit und abgelehnt. Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Holzinger-Vogtenhuber, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Maßnahmen zur Bekämpfung von Armut in Österreich durch eine gerechte Unterhaltssicherung. Ich bitte jene Damen und Herren, die für diesen Antrag sind, um ein Zeichen. Das ist die Minderheit und daher abgelehnt. Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Dr. Noll, Kolleginnen und Kollegen, betreffend CETA. Ich bitte jene Damen und Herren, die für den Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist die Minderheit. Der Antrag ist abgelehnt. Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Dr. Randy Wagner, Kolleginnen und Kollegen. Keine Aufweichung des Rauchverbots in der Gastronomie. Es liegt ein Antrag von 20 Abgeordneten zur Durchführung einer geheimen Abstimmung vor. Eine geheime Abstimmung ist durchzuführen, wenn dies der Nationalrat beschließt. Ich lasse daher über den gegenständlichen Antrag abstimmen. Ich bitte jene Damen und Herren, die für eine geheime Abstimmung sind, um ein bejahendes Zeichen. Das ist die Minderheit und daher abgelehnt. Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über den Entschließungsantrag. Meine Herren, bitte schön, wir sind im Abstimmungsvorgang. Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Dr. Randy Wagner, Kolleginnen und Kollegen, betreffend keine Aufweichung des Rauchverbots in der Gastronomie. Ich bitte jene Damen und Herren, die für diesen Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist die Minderheit und daher abgelehnt. Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Diplom-Ingenieur Frau Bissmann, Kolleginnen und Kollegen, rechtliche Schritte gegen staatliche AKW-Förderung im Rahmen der wettbewerbsrechtlichen Prüfung des Vorhabens PAX II durch die EU-Kommission. Ich bitte jene Damen und Herren, die für diesen Entschließungsantrag, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist die Minderheit und daher abgelehnt. Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Dr. Zingel, Kolleginnen und Kollegen, meine Herren und Damen, bitte. Betreffend Weltkulturerbe Status retten, ich bitte jene Damen und Herren, die für den Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist die Minderheit und daher abgelehnt. Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Dr. Hammerschmidt, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Wiedereinführung von Ziffernoten in der Volksschule. Ich bitte jene Damen und Herren, die für den Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist die Minderheit und daher abgelehnt. Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Magister Leichtfried, Kolleginnen und Kollegen, Nein zu Sonderklagrechten für Konzernbestimmungen des Parlaments zu sichern. Ich lese das noch einmal vor. Nein zu Sonderklagsrechten für Konzerne Mitbestimmung des Parlaments sichern. Ich bitte nun jene Damen und Herren, die für diesen Antrag sind, um ein Zeichen. Das ist die Minderheit. Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Kai-Jan Greiner, Kolleginnen und Kollegen, betreffend verteilungsgerechte Budgetpolitik. Ich bitte jene Damen und Herren, die für diesen Antrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist die Minderheit und daher abgelehnt.